guten Abend von meiner Seite. Ja, total intensives Spiel, also Kompliment an Gogi und sein Team. Also wir wussten, dass uns hier vielleicht kein typischer Aufsteiger erwartet, dass uns eine Mannschaft erwartet, die über mächtig Rückenwind verfügt, die auch im Umfeld, das kriegt man mit, wenn man gestern angereist ist und durch die Stadt gelaufen ist, dass ganz Gummersbach sich auf Bundesliga-Handball freut, auf Erst-Bundesliga-Handball. Und dementsprechend wussten wir, wie schwer das heute wird. Aber wir haben uns teilweise auch das Leben wirklich auch selber schwer gemacht. Also gerade in der ersten Halbzeit kommen wir eigentlich fantastisch ins Spiel, dominieren die ersten 20 Minuten gefühlt so, dass wir mit 4, 5 Toren führen können, lassen da schon viele freie Chancen weg, scheitern am Tormann von Gummersbach einfach zu oft frei. Ja, und damit halten wir dann dem Glauben bei Gummersbach am Leben und gehen mit 12-12, weil wir in 11 Minuten nur ein Tor machen, in die Halbzeitpause. Und in der zweiten Halbzeit haben Sie alle selber gesehen, was dann passiert ist. Dann spielt Gummersbach einfach befreit, fantastisch auf. Wir kriegen keinen Zugriff in der Verteidigung, kriegen Schlagwürfe frei von Dominik Mappes um die Ohren geworfen, sodass wir wenig Chancen haben, in Torhüterparaden zu kommen, haben dadurch kein Tempospiel mehr. Ja, und wirken sehr, sehr verkrampft. Und dann können wir nicht davon ausgehen, dass wir die letzten 10 Minuten in der Crunch-Time nochmal das Ruder rumgerissen bekommen und hier relativ glücklich, das kann ich schon einschätzen, das können Sie mir glauben. Es tut mir fast bei für Gogi etwas leid, dass er heute ohne Punkte hier steht, weil da war für Gummersbach vielleicht mindestens ein Punkt zumindest verdient gewesen. Sorry, das war es von meiner Seite. Vielen Dank. Guten Abend auch von meiner Seite. Benno, danke fürs Spiel. Glückwunsch zum Sieg. Auch am Ende zum verdienten Sieg. Ich bin teilweise glücklich. Ich bin teilweise auch ziemlich angepisst, für wie wir das gemacht haben. Ich weiß, dass wir gegen den deutschen Meister spielen und die auch uns wirklich gezeigt haben, die letzten 10 Minuten, da hat man wirklich auch gesehen, dass eine Mannschaft die Crunch-Time liebt und eine andere, die immer noch zu naiv ist. Aber ich weiß auch um das Qualität, was Magdeburg hat. Was mich aber ärgert, sind unnötige technische Fehler, die wir gemacht haben. Zwei, drei Passfehler, die in der zweiten Halbzeit, wo wir mit 3 Toren schon führen oder teilweise 4. Das, solche Sachen ärgern mich, aber ich bin glücklich mit der Einstellung, mit dem Kampf meiner Mannschaft und wie die das Spiel angegangen sind, wie die das gemacht haben. Die Halle war überragend, Zuschauer war richtig, richtig laut und man hat gemerkt, dass die Zuschauer Spaß hatten und uns richtig, die haben richtig Alarm und Stimmung gebracht heute und dafür bin ich dankbar. Aber am Ende muss man sagen, Magdeburg hat uns einfach gezeigt, die waren erwachsen, die waren Meister und die haben uns in Crunch-Time einfach gezeigt, wie man solche Spiele nach Hause fahren soll. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir müssen uns jetzt schnell erholen. Wir haben am Sonntag wieder ein sehr wichtiges Spiel gegen Hamm. Und auch keine Ahnung, wo ich ihn damit will, aber tschüss. Frage an Bennett Wiegert, wie seine Gedankengänge waren, als Gummersbach mit 4 Toren führte in der 43. glaube ich. Ne? Ja, gut, dass du 43. dazu sagst. Ich weiß, was im Handball passieren kann in 3, 4 Minuten. Deswegen war ich da in meinen Gedanken noch relativ klar, aber wusste, dass es die Aufgabe nicht leichter macht. Aber ich habe jetzt keine Hektik oder keine Angst verspürt. Dafür machen wir das alle zu lange. Aber ich habe schon gemerkt, dass das Momentum an dem Punkt, ja, fast bis zur 50. oder 53. drüber hinaus, eher bei Gummersbach als bei uns lag. Und dann, ja, wollen wir uns gerne als Crunch-Time-Mannschaft sehen, aber machen muss man das auch erstmal. So einfach ist das dann nicht, wenn die andere Mannschaft gefühlt vor Selbstbewusstsein strotzt und wir ja, die Ausstrahlung, die Sicherheit vermissen lassen haben, die wir schon oft in der letzten Saison gezeigt haben. Also keine Panik, aber es war so, dass ich schon wusste, natürlich, du kannst bei jedem Bundesligisten verlieren, aber du kannst auch bei jedem gewinnen.